Mitten in der Nacht bin ich aufgewacht und konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Und ich wusste, da geht gerade wirklich was schief in meinem Leben. Schon krass, sich so vorzustellen, dass mein Körper mal die Kraft hatte, auf sowas zu stehen. Und darauf bin ich natürlich stolz, auch wenn es heute nicht mehr geht. Das ist unheimlich, wirklich, was du für ein Kämpferherz bist. Dein Strahlen im Herzen, das wohnt in dir und das will raus. Mein Name ist Sophie, ich bin 21 Jahre alt und Tanzen ist mein Leben. Als ich ein halbes Jahr vor Vollendung meines Abschlusses stand, bekam ich dann die Diagnose inkomplette Querschnittlähmung. Man bezeichnet es als inkomplette Querschnittlähmung, weil teilweise einige Funktionen zurückgekommen sind, die aber nicht ausreichend sind, um unabhängig vom Rollstuhl zu leben. Also mein Alltag hat sich in dem Sinne verändert, dass ich halt weniger selbstständig bin, weil mein Körper einfach nicht mehr die Leistung bringen kann und auf dem körperlichen, gesunden Stand ist von einer 18-Jährigen, die ich war, bevor mir das passiert ist. Ich lebe alleine, aber ich bekomme regelmäßig Unterstützung von meiner Familie und meinen Freunden. Also ich brauche im Haushalt Hilfe, genauso wie beim Einkaufen. Und es ist auch immer wieder eine Herausforderung für mich, die Unterstützung dann auch wirklich anzunehmen. Als ich 4 Jahre alt war, bin ich zu meiner Mama hingegangen und habe gesagt, Mama, ich will tanzen. Ich bin dann mit 12 Jahren an die Palooka-Hochschule für Tanz gekommen, als Quereinsteigerin in der 7. Klasse. Und dann war ich das erste Mal wirklich als professionelle Tanzstudentin eingetragen. Die Palooka ist eine renommierte Tanzschule. Das hat für mich bedeutet, ich kann jetzt wirklich meinen Traum verfolgen und ein Leben auf der Bühne verbringen, so wie ich mir das sehnlichst gewünscht habe, seitdem ich ein kleines Mädchen bin. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann möchte ich das auch um jeden Preis erreichen. Und so wurde Tanzen mein allererster und auch einziger Lebensinhalt. Gerade im Bachelorstudiengang dann haben wir montags bis freitags wirklich jeden Tag mindestens 8 Stunden trainiert. Wenn wir bestimmte Auftritte vorbereitet haben, dann auch am Wochenende oder in den Ferien. Und ich war halt auch ein Mensch, der dann eben nicht nur die eigene Stundenzahl abgearbeitet hat. Zusätzlich war ich schwimmen und habe auch in Urlauben immer darauf geachtet, dass ich Hotels habe, wo ein Fitnessstudio dabei ist. Das sind Spitzenschuhe, die werden im klassischen Ballett getragen und damit man quasi direkt auf den Zehen steht und das ästhetischer aussieht. Ja, also ich habe die seit 3 Jahren nicht mehr in der Hand gehalten. Ja, schon krass, sich so vorzustellen, dass mein Körper mal die Kraft hatte, auf sowas zu stehen und sich dann zu drehen. Ich kann mir das schon fast gar nicht mehr vorstellen, wie das ist. Ja, das ist halt wie so ein Artefakt, was man in den Händen hält. Das hat halt mit mir fast gar nichts mehr zu tun. Und ich habe halt gleichermaßen so ein abstoßendes Gefühl, weil ich es ja auch nicht mehr kann und dadurch natürlich, dass mir auch einfach weh tut. Aber andererseits so, wow, das konnte ich mal und darauf bin ich natürlich stolz, dass ich das mal konnte, auch wenn es heute nicht mehr geht. Ich stand ein halbes Jahr vor meinem Abschluss und hatte gerade die ersten Bewerbungen weggeschickt und habe dann immense Rückenschmerzen bekommen. Man muss sagen, im Tanzen gehören Schmerzen dazu. Es ist ein Hochleistungssport. Wir bringen unseren Körper jeden Tag an und über Grenzen hinaus, wie man das sonst nicht tun würde. Und ich habe auch eine sehr hohe Schmerztoleranz. Ich habe 1 Jahr lang mit gebrochenem Zeh getanzt auf Spitzenschuhen. Also ich weiß, was das heißt.
Und diese Rückenschmerzen, die ich bekommen habe, von denen wusste ich, dass das eben nicht mehr normal ist. Ich konnte nichts mehr, ich konnte nicht schlafen, ich konnte nicht essen. Es hat sich zum Ende hin einfach nur noch so angefühlt, als würde ich innerlich verbrennen. Es kam dann im Minutentakt, dass, als wäre jemand wirklich mit einem Brandwerfer durch meinen Körper und durch meine inneren Organe gefahren. Ich konnte schon nicht mehr laufen vor Schmerzen und habe mich dann selber ins Krankenhaus einweisen lassen. Und mitten in der Nacht bin ich im Krankenhaus aufgewacht und konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Daraufhin wurde ich am nächsten Tag dann ins MRT geschoben und dann haben sie einen Abszess gefunden im Rückenmark. Das bedeutet, dass in diesen 7 Tagen, in denen ich die immensen Rückenschmerzen hatte, war die Ursache, dass ein Abszess die ganze Zeit größer geworden ist und eben am Ende diese Nerven abgequetscht hat. Als sie im MRT dann den Abszess gefunden hatten, musste alles ganz schnell gehen und ich wurde quasi notoperiert. Man hat diesen Abszess dann entfernt. Ich bin nach der OP in meinem Krankenhauszimmer aufgewacht und meine Familie war da und haben mich alle total betröppelt angeschaut und zu Boden gestarrt und ich habe ihnen dann gesagt, was ist los? Bitte redet mit mir. Ich merke, dass irgendwas hier nicht stimmt. Der Arzt ist reingekommen und hat die Bettdecke weggeschlagen und gesagt, bewegen Sie was. Und ich bin fast schon blau angelaufen. Ich habe gezittert am ganzen Körper, weil ich mit aller Anstrengung versucht habe, irgendeinen Teil meiner Beine zu bewegen. Und es hat sich nichts getan. Und natürlich war in diesem Moment die Diagnose vom Arzt, okay, es sieht schlecht aus. Sie werden ihr Leben lang nicht mehr laufen können. In diesem Moment habe ich einfach gesagt, nein. Es kommt für mich nicht in Frage, gelähmt zu sein. Es kommt für mich nicht in Frage, nie wieder tanzen zu können, nie wieder laufen zu können. Ich will das nicht. Ich war 18 Jahre jung. Ich hatte mein ganzes Leben noch vor mir und ich konnte mich mit dieser Diagnose einfach nicht identifizieren. Ja, klar, das tut natürlich auch entsetzlich weh, diese Videos zu sehen, weil manchmal wünsche ich mir einfach, ich könnte den Moment nochmal nehmen und neu erleben und nochmal fühlen, wie es ist, sich so zu bewegen. Ja, man schaut sich natürlich diese Videos an und denkt sich, wow, ich war damals ein anderer Mensch, ich hatte ganz andere Träume und Ziele und so, manchmal würde ich der Frau, die man auf den Videos sieht, gerne sagen, so, genieß es einfach alles, weil du wirst es nicht mehr lange haben. Ich dachte, ich könnte in das Leben zurück, was ich vorher geführt habe. Aber dem war eben nicht so. Es war das komplette Gegenteil. Die Diagnose hat mich für mein komplettes restliches Leben verändert. Ich bin so circa 3-mal die Woche im Tanzstudio. Ich tanze sowohl im Rollstuhl als auch am Boden und mein Lieblingstanzthema sozusagen ist die Improvisation. Ich wehre mich im Alltag so oft gegen den Rollstuhl, aber am Tanzen versuche ich ihn halt zu einem Teil von mir zu machen, den ich in dem Moment akzeptiere und mitnehme. Und ja, das ist so eine Mischung aus, es ist ein Körperteil von mir und es ist ein komplett anderer Tanzpartner. Und wir versuchen uns da irgendwie zusammen zu arrangieren. Ich glaube, man muss das so erklären, dass Tanzen selber wie eine Droge sein kann. Im Tanzen bin ich glücklich, frei und unabhängig. Und das, obwohl alles so stark kontrolliert ist.
Meine Familie hat mir zur Seite gestanden, versucht, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, mich unterstützt, mir gekocht und mit mir Serien geschaut und Spiele gespielt. Wir haben uns an Silvester, haben sie sich alle Matratzen ins Krankenhauszimmer geschoben und wir haben dort als Familie zusammen übernachtet und Käsefondue gemacht. Also die haben wirklich mich auf eine Art und Weise unterstützt und dafür bin ich denen so dankbar und das werde ich denen niemals wieder gut machen können. Ich war insgesamt 5 Monate stationär im Krankenhaus und dann nochmal 5 Monate ambulant in der Reha. Die Ärzte haben von Anfang an gesagt, ich werde mein Leben im Rollstuhl verbringen und ich werde nicht laufen können. Und ich werde auch demzufolge nicht tanzen können. Ich habe halt angefangen zu kämpfen und ich habe angefangen zu trainieren. Und dann kam der erste Tag, an dem ich die Bettdecke weggeschlagen habe und ich konnte wieder meinen Fuß bewegen. Und das war eine wahnsinnige Hoffnung, die mich da überkommen hat. Und dann habe ich angefangen weiter zu trainieren. Nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen worden bin, war das Erste, was ich getan habe, zurück an meine Schule zu gehen und zu sagen zu meinem Rektor, ich möchte bitte meine Bachelorarbeit mit meinen Kommilitonen machen. Und während ich in der Reha war, habe ich gleichzeitig meine Abschlusschoreografie entworfen und habe genau diese Bachelorarbeit ein halbes Jahr, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, mit meinen ganzen Kommilitonen zusammen auf der Bühne gezeigt. Im Stuhl, sitzend, aber genauso stark, genauso ausdrucksstark und genauso tänzerisch wertvoll wie alle anderen. In diesem Moment wusste ich auch, ich bleibe Tänzerin. Es geht nicht darum, dass ich eine krasse Geschichte habe, sondern es geht darum, was ich in meiner Kunst als Tänzerin verkörpern möchte. Unabhängig davon, was ich kann, sondern rein abhängig davon, wer ich bin. Ich habe Standing Ovations bekommen, sie hatten Tränen in den Augen. Ich glaube, damals habe ich mehr für andere getanzt, dass andere das gut finden, was ich mache, dass andere mich auch bewerten beim Tanz und ich habe immer diesen Hintergedanken gehabt, ich mache es dafür, für das Bild, wie es von außen aussieht und heute mache ich es halt mehr für mich. Nach den 2 Jahren kam dann einfach der Punkt, wo keine Besserung mehr eingetreten ist. Das war ein riesengroßer Schock für mich. Ich kann einige wenige Schritte gehen, aber das halt nur unter starken Schmerzen. Und plötzlich habe ich mich gefühlt, als hätte ich mich die ganze Zeit selber belogen. Ich habe mich gefühlt, als wäre alles umsonst gewesen. Ich weiß nicht, wo ich körperlich in 5 bis